Hallo und herzlich willkommen in South Park, im D-Mobile Shop. Ich liebe es, Leuten 2-Jahres-Verträge ohne SMS und Gesprächslimit zu verkaufen. Von euch haben wir die Selfies schon, nur von dir halt noch nicht, aber ich... Es ist gerade eine neue Lieferung gekommen, schau mal! Ja, das ist mir alles egal. Ich brauche den D-Mobile-Vertrag. Warum habe ich die Rezepte eigentlich nicht? So, jetzt habe ich die aber. Und den D-Mobile-Vertrag habe ich auch. Das heißt Selfie-Time. David ist jetzt unser Follower. Noch ein zufriedener. Naja. Das sehen wir dann. Nein. Da ist die Bank. Das glaube ich nicht. Wir öffnen jetzt die Bank. Ich muss ja mein Geld anlegen, was ich mir hart verdient habe in der letzten Folge. Wonach sieht das aus? Ich lasse mir was hinten reinstecken. Glaubst du vielleicht, das könnte... Arschgeiler Arsch! Arschgeiler Arsch! Du hast ja echt Superkräfte im Arsch! Ich muss weg! Ja, verpiss dich, solange du noch kannst. Da ist ein Bild, ich sehe es genau. Hallo, ich sehe das Bild. Benehmen am Bett. Diese neuen Freedom Pearls klingen wie ein äußerst fähiges Superhelden-Team. Na, da ist noch was zum Öffnen. Was ist das für eine Musik? Kommt mir so ein bisschen bekannt vor. Ah, da. Hoffentlich kümmert sich jemand um die Beziehungsprobleme meines Sohnes. Natürlich. Ich will es ja machen, aber ich will nichts posten, solange es Craig so schlecht geht. Ja, okay. Sonst ist hier nichts, verdammt. Okay, dann nix wie weg hier. Ich weiß nur eine Sache. Hier haben wir schon Selfies. Und hier gab's doch auch nichts mehr, oder? Alles klar, Kumpel. Wusstest du, dass Morgan Freeman Schauspieler ist? Hat wirklich schon guten Scheiß gespielt. Naja, natürlich. Wer weiß das nicht? Ich will erstmal was kaufen, vielleicht. Hab neue Sachen auf der Karte. Im Taco-Geschäft ist man erfinderisch oder weg vom Fenster. Bitte sehr. Danke sehr. Hat was gekostet, 30, ist das egal. Ich will testen. Müssen wir gerade mal wieder vorher speichern. Den soll man schlagen, dreimal. Ich weiß nur nicht, wie stark er ist. Ich will es einfach testen. Besiege Morgan Freeman. Glaubst, deine Fürze sind übel, Kleiner? Tja, das beurteile immer noch ich. Du willst Morgan Freeman nicht wütend erleben. Alter. Hast du etwa was anderes erwartet, Kind? Nein, nicht unbedingt, aber ich wollte mir das nur angeguckt haben. Trotzdem gibt es jetzt noch einen. Einmal schlage ich dich noch. Keine Sorge. Willkommen bei Freeman's Tacos. Hatte ich jetzt eigentlich vorher gekauft? Was darf ich dir bringen, kleiner Verbrecherschreck? Jo, vorher gekauft. Pass auf dich auf, Alzheimer, echt. Eins, zwei, drei. Und diesmal... Unterbinde ich deine Fähigkeit. Tja, das beurteile immer noch ich. Egal was gleich passiert, denk dran, wer angefangen hat. Ich habe angefangen und ich werde es beenden. Dein Zug gehört jetzt coolen Friends. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Fuck, 9999. Ja. Erzähl einfach, du hast dich beim Manscaping geschnitten. Zeig ihnen, was du drauf hast. Nicht so viel. Das, nee, das, Für 10.000 muss ich noch ein bisschen. Ist
Freunde suchen, mich zum Beispiel. Ich bin drin. Okay. Ja, das können wir gefühlt den ganzen Tag so weitermachen. Solange Yvonne Freeman nicht eine Fähigkeit einsetzt, ist alles gut. Ich werde es jetzt aber. Und das wird mir nicht gut tun. Jetzt sind wir wohl auf uns gestellt. Ein One-on-One gegen Morgan Freeman. Captain Diabetes ist kampfbereit. Captain Diabetes. Ja, genau. Ups. Du bist so, als hätte das richtig wehgetan. Oh oh. Jetzt kommt Morgan Freeman. Sicher, dass du bereit bist. Okay. Autsch. Auf ihn. Ach, zu früh. Ja, und jetzt zeigt dir Morgan Freeman, was er mit Leuten macht wie uns. Du hast es versucht. Darauf kannst du stolz sein. Du bist tot. Ja, willkommen. Wir lassen das mal noch. Ne, kein Selfie mit dir möglich. Okay. Ich weiß schon gar nicht mehr, mit wem wir Fotos gemacht haben und wem nicht. Können wir hier? Nein, kann ich nicht mitnehmen. So, hier ist die nächste. Hier war noch eine, oder hatten wir die schon? Ich weiß es nicht mehr. Ich würde sagen, die hatten wir schon. Ich muss mal kurz rüber. Ah ja, ich komme gleich zu euch. Keine Sorge. Ich muss gerade erstmal hier was wegfurzen. Toolchat, der Richtige für jeden Job. Arschgeiler Arsch. Aber sowas von. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich... Niemand! Nein, ich hab daneben geschlagen! Fuck. Ja, kommt doch. Kommt doch her! Ich hab keine Angst vor nichts und niemandem! Doch bitte Verneinung! Genau, Chaos! Nein, das machst du doch nicht wirklich, oder? Verkackt! Eure Kostüme sind so schrottig! Die würden sich auf jeder Comic-Con wie zu Hause fühlen. Mag sein. Selbst bei frühen Doctor Who-Folgen sahen die Effekte besser aus. Ey. Hör auf danach zu werfen. Damit nach mir zu werfen. So. Ich verlasse mich auf dich. Im Hintergrund noch so schöne Kirmes-Musik. Beeil dich bitte mal. Hier geht es nämlich ums Geschäft. Ja. Oh, und der steht noch. Ja. Nicht langweiliger werden kann. Die beiden, die schocken wir. Geschockt. Cosplayer solltet mal an euren Stunts feilen. So, jetzt ist Captain Diabetes dran. Ja. Nein! Genau dieses verfluchte Verfehlen. Das hat ihn am Leben gelassen. Damn. Ich bin drin. Okay. Ach, mach mal den da oben halt. Wirkte total unecht. Man hat die Drähte gesehen. Naja, was? Nein, nein. Nein!
Und noch zu spät gedrückt, verdammt. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Ich weiß ja nicht. Aha. Ich treffe einfach nichts heute. Sind das echte Special Effects oder animierte? Das sind echte Special, echt animierte Special Effects. Ey, 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 ey. Hab ich doch. Haha. So, kannst eh nichts machen. Aua, ja, sind wir platt. Halb Drachen, halb Mensch, ganz Held! Ganz Held! Und der Gegner ganz tot. Du kannst aufwachen, wir haben gewonnen. Okay, ich wollte mich nur mal kurz schlafen legen. Mir geht's bestens. Das war ein strategischer Rückzug. Mehr war das nicht. So. Du, keine Selfies. Keine Ahnung, weil mit dem Kino schon Selfie gemacht haben. Ich mach's einfach nochmal. So, wie ist das mit Tweak jetzt? Willkommen, Café Tweak. Was kann ich für dich tun? Hab neue Bohnen reinbekommen. So frisch. Okay, die müsste man auch noch kaufen, also teilweise. Hast du meine Eier in der French Press. Das ist mir zu teuer. Danke, dass Tweak Brothers der offizielle Laden des furzenden Selbstjustizlers ist. Wie? Nein, das geht nicht. Nicht bevor Tweak und Craig sich wieder... Wo ist er denn? Jetzt bin ich mal gespannt. Da ist so ein Ding. Ah, dann kommt oben da das... die Kiste raus. Jawohl. Da ist es. Ich denke, ich werde sie hinten reinstecken und wieder rausziehen. Und das schon mehrere Male. Kreuzfahrerkostüm. Wunderbar. So, raus hier. Der Kaffee ist absolut legal. Naja, ich habe auch nie was anderes behauptet. You store it. Oh, komme ich nicht rein. Verdammt. Okay, da geht's. Geht's nicht weiter, oder? Doch, da geht's weiter. Wo kommen wir denn hier hin? Organic Fruits and Vegetables. Einschalten. Benutzen. Kann man unseren eigenen Wein pressen? Einmal Erinnerungsbeerensaft. Okay. Den haben wir schon mal. Ich weiß doch noch nicht, wo ich den einsetzen muss. Yes, we have member berries. Hallo? Klingt, als würdest du viel Gemüse essen. Du willst doch sicher nicht diesen Weg einschlagen, oder? Er führt in ein dunkles und geheimnisvolles Land, in dem Menschen einfach spurlos verschwinden. An deiner Stelle würde ich diesen Weg nicht einschlagen. Ein guter Tag, um ein bisschen mit dem Traktor den Verkehr auf dem Highway zu stauen. Wo soll ich damit... Ah, okay, jetzt. Vielleicht, nein. Ja, am Ende dieses Weges sind viele schlimme Dinge passiert. Einst war es ein Land der Magie und der Wunder. Bis eines Tages alle Kinder den Verstand verloren und ihre Eltern vergewaltigt haben. Und dazu haben sie ihren Job gut gemacht. So gut, dass alle Eltern schwanger wurden und kleine Teufel aus dem Jenseits zur Welt brachten. Genau deshalb rate ich dir davon ab, diesen Weg einzuschlagen. Es wäre einfach falsch.
Am Anfang war es nur die normale Rivalität zwischen Geschwistern. Doch die Ausgeburten des Teufels fingen irgendwann ganz von selbst an zu morden. Etwa so wie Hunde ganz von selbst anfangen, Tennisbällen und Stöckchen hinterher zu jagen. Sie brachten alle Kinder unter 10 Jahren um. Dann fesselten sie die Älteren, damit sie ihr Blut trinken konnten. Kranke Bastarde. Glaub mir, am Ende dieses Weges erwartet dich nichts Gutes. Kann ich... Das müsste ich mal gleich ausprobieren. Kann ich... Das geheimnisvolle dunkle Land, Kanada. Egal, da sind Terence und Philipp. Auf zu ihnen. Auf zum Atem, auf zum Atom. Erinnerst du Wählscheibentelefone? Oh ja, ja, erinnerst du? Ich erinnere. Ja, ich erinnere. Die waren cool. Erinnerst du, als Kanada wie ein Oldschool-RPG war? Klar erinnere ich das. Wie? Wer hat das jetzt, den Untertitel dazu gemacht? Weil, lest unten jetzt mal den Untertitel zum ersten Erinnerungsfragment. Ich erinnere. Darf ich nicht nochmal wiederholen? Oh, erinnerst du? Ich erinnere. Da unten stand was von Tricks and Rider. In der Textausgabe war aber was ganz anderes die Rede. Darf ich Propan in die Luft springen? Nein, darf ich nicht. Alter, was wird das? Darf ich den ganzen Weg jetzt gehen? Welcome to Canada, eine Riesenwand. Warum nicht? Dürfen nicht nach Kanada. Mist, verdammter. Da darf ich auch nicht zurück. Ich muss da links durch den Wald. Okay, dann halt nicht. Lässt du mich eigentlich jetzt wieder... Oh, ja. Der mag wohl nicht mehr. Den haben wir jetzt für immer ausgeschaltet. Verdammt, da geht's nicht runter, muss ich über den Zebra-Streifen. Okay, den kann ich jetzt öffnen. Hier sieht's nicht dann aus, weil wir da noch irgendwas hätten. Okay. Ich wüsste immer noch gerne... Wie komme ich da hoch? Ah, jetzt ist da. Ah, guckt einer an. Schnellreise. Alle Schnellreise-Funktionen freigeschaltet. Und hier können wir aufs Dach. Das ging alles eben nur nicht wegen der blöden laufenden Mission. Egal, jetzt haben wir es. Auf geht's, Furzkur! Wow, jetzt stinkt mein ganzes Outfit, dankeschön! Bitteschön, gern geschehen. Gentrifizierungstext, Prisma-Augenrezept. Okay. Wie
wir sind echt weit oben. Ja, aber wie komme ich da oben jetzt weiterhin? Das ist jetzt die Frage. Ich sehe unser Haus von hier. Ja, ich befürchte, so bringt er uns wieder runter, oder? Startbereit. Nein, er bringt uns wirklich hoch, Gott. Das hast du wirklich drauf. Das ist doch schon mal schön. Eigentlich kann die doch nicht weglaufen. Gott, kann sie nicht. Blasser. Furzkur nach ganz oben, bitte, der Herr. Oh, das waren jetzt aber viele Fürze. Natürlich. Wir haben den Panther-Anzug, das komplette Panther-Kostüm bekommen. Wunderbar. Runter geht's mit einem Furz. Ich glaub an dich und deine Fürze. Du bist tot. Okay, damit habe ich nicht mal recht, dass er kurz vor Ende noch ein Abbremsfurz kam. Okay, geschafft. Göttlicher Wind. Okay, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir sie alle. Ist es Zeit für Blitzkrieg? Ah, da haben wir Call Girl, da hätten wir Blossom. Ziehen wir das durch? Ich überlege gerade. Bau keine Bruchlandung. So, jetzt weiß ich, wo ich lang möchte. Wir gehen nämlich nochmal zur Polizei. Bitte schön. Danke schön. Lass mich vorbei, Blitzweg. Ich will nämlich noch die Polizisten verprügeln, die hier standen. Jetzt habe ich den Mut dazu. Kommt her, ihr scheiß Polenten. So. Code Braun, Code Braun? Aber sowas von Code Braun. Ich will zuerst. Danke. Okay. So war das nicht unbedingt geplant. Ich hatte gehofft, an die hinteren zu kommen. Aber egal. Auch so geht das. Geschockt. Warum nicht? Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. So, der schneidet sich erstmal an unseren Krallen. Wenn ich seinen Treffer. Erzähl einfach, du hast dich beim Manscaping geschnitten. Naja, mach du da oben ruhig. Diabetes-Zeit. So, nimm mal den hier. Bitte, so als hätte das richtig wehgetan. Ich bin dran. Okay. Du bist dran. Ausgeschaltet. Haben sie auch nicht. Sie können es mit ihrem Block nur in die Länge ziehen. Das ist für Scrambles, ihr Bastarde. Zack. Ihr solltet die Wunden lieber gut abbinden. Ja, lauf doch ins Leere, Alter. Da ist niemand. Mach dich auf Gerechtigkeit gefasst. Okay, hier wäre einer. Aber du darfst nicht ran. Dein Zug gehört jetzt Kuhn and Friends. Kuhn and Friends. Was nehmen wir denn? Nehmen wir das?
Oder nehmen wir das? Wir nehmen das. Macht aus meiner Sicht mehr Sinn. Ich verlasse mich auf dich. So. Jetzt kriegen wir immerhin 3. Wunderbar. Sehr gut, Wunderarsch. Und weil es so schön war, macht Wunderarsch das direkt noch einmal. Kriegen wir den? Oh, der hat noch volles Leben. Dann machen wir doch den. Kleiner Rückschlag. Was weg ist, ist weg. Endlich. Endlich. Alter, ich glaube, du hast eine Arterie erwischt. Das hoffe ich doch. Hallo. Ach komm, hier verpisst euch, ihr scheiß Polenten. Ihr liegt nur im Weg. Davon werden die sich eine Weile erholen müssen, im Krankenhaus. Das packst du schon. Und wie ich das packe. Brauch gar keine Resonanz dafür, das geht auch direkt so weg. Geschafft, aber danke fürs Zuschauen. Na, gern geschehen, Kuhn. Ja, schauen doch gerne zu, wenn du die Polizisten vermöbelst. Ukulus Schmokulus. Polizisten verdroschen. Und ich. So natürlich. So. Hier geht's. Die Katze hier war ja nicht mehr da. Ne, die war ja gar nicht hier. Die war an einem anderen Park. Nix hier runter. Nochmal kurz plündern. Ah, jetzt ist die Mobile auf einmal. Unter Verdacht, illegal ihre Verträge zu verkaufen. Big Gay Kirby. Zick. Ja, da müsste auch eine Taste geben, wo man automatisch zurückkommt. So, jetzt gehen wir mal nochmal hier unten die Häuser ab. Weil da könnte sein, dass wir das ein oder andere noch erleben. Beziehungsweise, finden. Wir haben ja noch so ein paar Häuser und Rohre gehabt, durch die wir jetzt mal pusten können. Also, das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.